Hi und herzlich willkommen zur ersten Content-Sprechstunde. Ich bin Heike Friedrich und ich helfe dir dabei, mit Wow-Content als Expertin, als Experte sichtbar zu werden und deine eigenen Produkte zu verkaufen. In der Content-Sprechstunde werde ich zukünftig immer eure Fragen beantworten, also die Fragen aus meiner Community. Und ich habe eine sehr interessante Frage gestellt bekommen für die erste Content-Sprechstunde heute. Und die lautet: Macht es heutzutage überhaupt noch Sinn, einen Podcast zu starten? Gibt es da nicht schon zu viele davon? Dazu will ich dir als erstes mal sagen, dass wir noch lange nicht den Podcast-Höhepunkt erreicht haben. Also der Podcast ist an sich noch kein Massenmedium, wie zum Beispiel in den USA, wo eigentlich jeder Selbstständige einen Podcast mittlerweile hat. Und deshalb ist das wahrscheinlich auch so ein Gefühl, das wir manchmal einfach haben aufgrund von der Online-Bubble, in der wir uns bewegen. Also tatsächlich belegen Studien, dass der Großteil der Deutschen noch gar keine Podcasts hört. Also es sind ungefähr so um die 70%. Ne? Die Podcast-Hörerzahlen steigen natürlich jedes Jahr. Also Podcast ist auf jeden Fall ein Medium für Selbstständige, das in Zukunft noch wichtiger wird als bisher. Aber de facto ist es noch nicht so, dass Podcasts irgendwie ein Massenmedium sind. Und deshalb haben wir auch hinsichtlich der Anzahl der Podcasts auch noch lange nicht den Zenit sozusagen erreicht. Wie gesagt, einfach mal in die USA schauen. Von daher kommen sehr, sehr viele Online-Marketing-Trends. Und da sieht die Situation mit den Podcasts noch ganz, ganz anders aus. Das heißt, es entspricht wahrscheinlich auch nur der eigenen Wahrnehmung, dass es schon viel zu viele gibt. Ne? Dann möchte ich dir aber zweitens sagen, dass du ja auch nicht mit einem Podcast, wenn du selbstständig bist, berühmt werden möchtest. Also du willst nicht Podcaster des Jahres werden, nur aufgrund deines Podcasts, genauso wenig wie du Blogger werden möchtest als Selbstständiger oder Selbstständiger. Ne? Also ein Podcast oder ein Blog sind für selbstständig im Prinzip nur ein Kanal, um deinen Experten-Content zu verbreiten, wie ich es immer nenne. Experten-Content bedeutet, dass das der Content ist, bei dem du wirklich zeigen kannst, was du drauf hast, wo du deine Herangehensweise zeigst, also deine ganz persönliche, die dich sozusagen auch zum Experten prädestinieren. Und auch der Content ist, mit dem du deinen Follower, deine Followerin weiterbildest, ne? Weil das alles sehr ausführlicher Content ist, ob das nun ein Blogartikel ist, eine Podcast-Folge oder ein längeres Video. Das sind im Prinzip alles Plattformen oder Kanäle für Experten-Content. Und bei einem Blog fragt auch keiner mehr heutzutage, lohnt es sich als Selbstständiger noch einen Blog zu machen, sondern der Blog hat eine gewisse Funktion im Content-Marketing-Kanal-Mix, ne? Also genau wie der Podcast, wie ich schon sagte, das ist dein sogenannter Experten-Content, dein ausführlicher Content. Das ist die Basis für zum Beispiel deine Content-Häppchen, die du bei Instagram streust oder bei Facebook oder bei Pinterest zum Beispiel, ne? Wobei Pinterest ja kein Social-Media-Kanal ist, will ich nur noch mal bemerken. Also, Podcasts haben genau wie Blogs für Selbstständige eine Funktion, die sie erfüllen müssen, also eine Funktion im Marketing-Mix. Und sie können natürlich neben dem Expertenstatus, neben der Weiterbildung deiner Follower, tragen sie natürlich auch dazu bei, wenn sie zum Beispiel auf deiner Website integriert sind, mit Text drumherum, also im Falle der Podcast-Folge oder auch die Blogartikel haben die Funktion, dass Menschen dich bei Google finden, unter deinen Themen und so auf deine Website kommen und natürlich dann auch all deine anderen Angebote sehen, die du da auf deiner Webseite hast. Denn es ist ja unser Ziel, die Leute auf die Website zu bringen. Und beim Podcast ist es natürlich auch so, dass du durch die Plattformen wie Spotify oder iTunes natürlich die Möglichkeit hast, auch noch an anderen Stellen gefunden zu werden oder beziehungsweise dass die richtigen Menschen
auf dich und dein Expertenthema aufmerksam werden. Ja, genau. Also, das war sozusagen mein Plädoyer dafür, dass im Prinzip es nicht zu spät ist, in Deutschland einen Podcast zu starten. Ja, es wird in deiner Nische, wird es auch schon Podcasts geben. Du wirst dann nicht der Einzige oder die Einzige sein. Aber wie ich schon gesagt habe, du wirst nicht für deinen Podcast an sich berühmt werden. Also es fällt jetzt wirklich keiner mehr vom Hocker, weil du einen Podcast startest. Aber das ist auch nicht das Ziel, sondern der Podcast hat die Funktion, dass deine Follower dich als Expertin, als Experten kennenlernen, dass du wirklich dort zeigen kannst mit ausführlichen Folgen, was du drauf hast, dass du deine Herangehensweise zeigen kannst, dass du zeigen kannst, wofür du stehst und wofür nicht, wofür du dich abgrenzt. Und wenn er auf deiner Website integriert ist, dann ja, hilft er dir auch, dass du gefunden wirst, also dass deine Website gefunden wird und Leute dadurch auf deine Website gelangen. Also, das war die erste Folge der Content-Sprechstunde. Ich hoffe, ich habe das Thema für euch ausführlich genug beantwortet. Und falls du selber eine Frage hast bezüglich Experten-Content, den verschiedenen Kanälen und Plattformen, ob Blog, Podcast oder der Strategie, wie du überhaupt sichtbar wirst oder deine Produkte verkaufst, dann stell sie mir wirklich sehr, sehr gerne unter diesem Video im Kommentar. Vielleicht beantworte ich ja bald auch deine Frage in der nächsten Content-Sprechstunde.